Gut. Das heißt, ich kann diese Kugel für was anderes verwenden. Nämlich für den Strahl hier rechts. So, sehr gut. Ich wollte jetzt nicht unbedingt in den Stall rein, weil ich habe immer noch nicht gespeichert. Ich versorgt. Gut. Immer schön nachgucken. Wir wissen ja nicht, was auf der Karte jetzt markiert wird. Und guck mal. Der Wind fliegt wieder. Ich kann weiter nach oben. Ja, die Geschichte mit dem Dingensbummens. Da unten habe ich jetzt das auch nicht gefunden, leider. Naja, vielleicht kriege ich noch eine Möglichkeit, Decken zu zerschlagen. Das wäre sehr schön. Okay, ja, das. Ich hab's kapiert. Die Wände sind gefährlich. Gut. Rechts sind zwei Schlüsselsteine, das heißt, ich gucke rechts nach. Irgendwas hoppelt da oben, oder ist das einfach nur. Na, das ist einfach nur Wind wahrscheinlich, oder ein Stück Fetzen. Wahrscheinlich von Vorgängern von mir. Oh, zweimal getroffen nur. Macht das mal nach, das ist nicht einfach. So. Links ist weiter noch ein Schlüsselstein. Heilige Scheiße, das ist ja immer schlimmer. Ja, so. Oh Gott. Ja, jetzt muss ich mich konzentrieren. Sterben. Okay, es hat mich instant kaputt geschossen. Boah. Wo soll ich hin? Im Zweifel erstmal nach oben. Das war der vierte. Gut. Der ist echt nicht auf der Karte markiert, ne? Guck mal, so Schwein. Ja, so eine Schweine sind das. Die markieren das nicht auf der Karte. Ich wette mit euch, dass wir uns laden. Toll. Dass wir uns an Lava vorbei. Na toll, das darf ich jetzt alles nochmal machen. Dass wir uns das Lava dass wir uns aber an Lava vorbei schlängeln dürfen. Ja, jetzt werde ich unvorsichtig. Patsch. Ach gut. Ja, ich verliere die Geduld. Also Hektik ist ja keine Tugend. Kann ich dir schon vorweg sagen. Man muss echt hier. So, hier nochmal ganz nach oben. Dann speichere ich hier oben ab. Vor allem, weil es mir Leben zurückgibt und ich dann wieder eine Chance habe, länger zu überleben. So, zack. Hier runter, aufhalten. Oh Gott, krass. Gas. Ja, Gas. Alter, du Wichser, komm her. So.
Gut, hier haben wir einen Untergehtunnel. Das ist fürs Speichern. Da ist nichts. Ja, und dann einmal hier so. Zack. Und jetzt geht das Ganze nochmal von vorne los hier. Ja, und jetzt kommt hier, sehe ich, eine Decke. Das heißt, die nächste Fähigkeit wird uns wahrscheinlich ermöglichen, Decken zu öffnen. Dann werde ich wahrscheinlich, bevor ich den Trauerpass mache, obwohl wir sind so nah dran. Dieser Geist, ein weiteres Opfer für Nebel. Nier stieg hoch in die Lüfte. Sie glitt durch den Himmel. Ihre Welt erschien grenzenlos, bis schließlich der Wald erblindete. Wir wissen ganz genau, was wir jetzt machen. Du hast den Supersprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du LT gedrückt halten, bis der Sprung... Wo ist denn LT eigentlich? Linkstaste. Bis der Sprung vollständig aufgeladen ist, drücke dann A, um besonders hoch in die Lüfte zu springen. Wir sind noch stärker. Also einen Supersprung haben wir. Gut, was bringt er? Ich halte mal LT gedrückt. Der ist aufgeladen, jetzt drücke ich A. Yeah. Dreimal dürft ihr raten. Seht ihr? Geil. Gut, das heißt, wir haben jetzt alle Fähigkeiten, auch um unsere Decken zu öffnen. Ich werde den Trauerpass oben noch nicht komplettieren. Ich mache hier an dieser Kreuzung Pause und dann gehe ich nach unten, öffne da die Abkürzung und dann springen wir ganz nach unten. Sodass ich dann hier bin. Das wird ein Spaß übrigens, Leute, da hinzurennen. Dann kehren wir nochmal zurück, machen den Trauerpass vollständig und dürfen dann so ziemlich 100% von allen anderen haben. Achso, ja, ich kenne den hier. Ach, und der kann auch selten Dinge kaputt machen. Ah, super. Das war die verlorene Fähigkeit, die ich bräuchte. Da oben ist doch irgendwas. Ne? Ne, tatsächlich nicht. Stacheln, Gottes Willen. So. Bloß keine Stacheln mehr. So. Zack. Zack, zack. Ich halte meistens immer übrigens die Feder gedrückt, also das hier. Damit ich nicht direkt abstürze. Das ist so ein kleiner Vorteil. Da ist nichts, ne? Ne, das sah so ein bisschen so aus, als wäre da was. In Verbindung mit der Feder ist das ziemlich geil. Ah, cool. Das Geisterportal. Abgesichert. Aha, das kann mich nicht erreichen. Gut. Ich glaube, dann habe ich alle Geisterportale damit. Autsch. Aua, aua. Nee. Will ich so nicht als stehen lassen. Mit vollem Leben und dann nur noch ein Beben. So, besser. Gut, wir nähern uns dem Aua-Schmerz der Kreuzung.
Ja, ich hab doch A gedrückt. Was ist denn los hier? Das frisst doch kein Leben, oder? Nee. Das frisst eigentlich gar nichts. Merkwürdig. Warum kam ich nicht durch die Tür? Offenbar muss man das sofort machen, also... Es geht gar nichts mehr. Wie komme ich denn da durch? Ey, das ist jetzt fies. Wie komme ich denn da rüber? Wie soll ich denn da durchkommen, Leute? Ja, jetzt kann ich mich auch jetzt schon umbringen. Ich will nicht die Tode zählen, aber es waren irgendwie schon weit über 200. Alter, A gedrückt. Ich hab das A und dann drücke da A. Das geht nicht. Ey, wie komme ich denn da durch? Lass mich raten. Warte mal, ich guck mir das nochmal an. Ich komme da gar nicht durch, ne? Ja, super. Probier's mal mit einer anderen Technik. So, und jetzt. Oh Gott, das ist ja wieder so eine Stelle, ey, die man vergessen will. Ich muss da rein, dann muss ich abspringen. Und dann darf ich währenddessen übrigens nicht sterben. Ja, super. Ich werde mal versuchen, ohne Lebensverlust hier durchzukommen, weil dieser Zwischenpunkt, der kotzt mich gerade so an. So. Dann speichere ich mal hier ab. Ja, endlich. Nein! Und jetzt ist es wahrscheinlich wieder dicht, ne? Ja, super. Ich hab's geschafft. Es ist machbar, es ist extrem schwierig. Oh Gott. So, abgespeichert. Das heißt, jetzt bin ich schon mal gesichert. Meine Fresse, war das eine schwere Stelle. So. Ja, natürlich haben die sowas eingebaut. So, pass mal auf. Ha! Wir haben eine Durchgangspassage zu ganz nach oben. Und die werden wir natürlich auch ausnutzen. Aber jetzt geht's erstmal in die anderen Abteilungen, sozusagen. Dann müssen wir natürlich auch noch dort und dort unten kriegen wir den Punkt jetzt auch. Dank Supersprung können wir nämlich durchs Holz. Ja. Ihr wisst, was das heißt.